So, liebe Leute, es geht wieder los bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich benutze andere Menschen. Wer von euch benutzt andere Menschen? Wer von euch nutzt finanziell andere Menschen aus? Wer von euch nutzt sexuell vielleicht andere Menschen aus? Wer von euch beutet andere Menschen aus? Oder spielt mit den Gefühlen von anderen Menschen? Oder wer von euch hält sich einen Sklaven? So etwas haben wir hier ja auch schon einige Male gehört. Also unser Thema heißt, ich benutze andere Menschen. Wer von euch sagt das? Wer von euch sagt das mit voller Überzeugung nach dem Motto, das ist so und das ist auch okay so? Oder wer sagt das von euch, ich habe auch ein gewisses schlechtes Gewissen dabei? Also ich benutze andere Menschen, das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist Phil. Phil ist 35 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Phil. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, du hast zu diesem Thema angerufen. Du benutzt andere Menschen? Ich benutze andere Menschen. Ich überfalle andere Menschen. Mache Wohnungseinbrüche. Teils auch mit Waffe und neben andere und uns hier mit Messer. Ja, es ist so, dass viele wollen. Und ich mache das dann für die. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, Phil. Entschuldige, ich muss mal meine Regie fragen, ob man im Hintergrund dort auch so ein Knacken hört. Ich höre das nämlich auf meinem Kopfhörer. Hört ihr das auch? Ja, dann liegt das irgendwie an der Leitung da draußen. Also ich höre dich gut. Ja, dann machen wir einfach mal weiter, dann wird sich das vielleicht schon regeln. Mein Thema ist, ich biete den Leuten Adrenalinstoß, Spannung und es werden halt verschiedene Sachen gewünscht. Du bist kein Verbrecher. Okay. Ich frage dich, du bist kein professioneller Verbrecher. Nein, das nicht. Nein, aber so hörte sich das ja an. Bitte? Ich mache nichts Strafbares. Ja, klär uns auf, was das bedeutet. Das bedeutet ein Rollenspiel. Es ist, muss jetzt mal so sagen, es ist abgesprochen. Aha. Also die Leute wollen das. Aha. Und ich habe auch eine Seite gemacht im Internetportal Geromeo. Weißt du vielleicht? Nee. Dass du eine Seite gemacht hast im Internetportal, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Nein, ich habe ein Profil angelegt auf Geromeo. Ja. Gunplayer CGN. Ja. Seitdem ich das angelegt hatte, habe ich so eine Resonanz und alle wollen überfallen werden von mir. Aber wo ist denn da der Reiz? Wenn ich weiß, morgen kommt der Film und überfällt mich, wo ist der Reiz? Meistens ist das spontan. Man chattet in einem Portal und dann sagen die Leute, überfall mich heute. Ach. Entweder gehe ich bei denen in die Wohnung rein. Moment, lass mich eins am anderen. Du chattest mit jemandem anonym erstmal. Ja, den kenne ich ja nicht. Du kennst du nicht. So, dann sagt er irgendwann, Mensch, ich stehe da drauf und ich fände das toll, wenn du mich überfallen würdest. Hm. Ich gehe mir davon aus, dass das auch irgendwas Sexuelles hat, einen sexuellen Hintergrund. Das ist richtig. Ich bin schwul und ich mache das nur mit Männern. Ah ja. Ich überfalle keine Kinder, keine Mädchen, sondern das sind ab 18 Leute, die sagen, ich will mal richtig rangenommen werden und ich möchte einen Anonymen haben. Okay. Und in dem Portal bin ich auch, sind Bilder drin, wo ich mit Maske auftrete. Ja. Also die wissen auch nicht, wie ich aussehe. Ja. So, jetzt ist die Vereinbarung getroffen oder es ist gesagt, ich möchte gerne überfallen werden. Dann rücken die Leute ihre Privatadresse raus. Ja. So. Und in welcher Zeitspanne passiert das denn, nachdem das abgesprochen wurde? Im Moment habe ich einen Terminkalender voll. Also achso, das heißt, das kann dann noch ein paar Tage dauern oder so. Ich jeden Tag einen anderen. Ist egal, aber es ist meistens dann spontan. Und natürlich ist es auch so, die Absagerate ist sehr groß. Also viele haben die Fantasie, die chatten dann mit mir, was willst du machen, was geht vor. Und zum Schluss machen die einen Rückzieher. Weil ich gehe ja bei den Leuten wirklich in die Wohnung rein. Ja, Moment, ich muss es nochmal fragen. Es war mir nicht gerade ganz klar. Kann das sein, dass es dann direkt eine Stunde später passiert oder eine Woche später? Hatte ich beides schon. Es passiert manchmal spontan und manchmal mache ich Termine nächsten Samstag. Ach, du machst dann Termine. Du sagst schon an, wann du kommst. Ja, oder er kommt. Also ich habe
verschiedene Szenarien. Manche kommen zu mir, werden in meiner Wohnung überfallen. Oder ich gehe zu denen raus und die machen die Türen auf und dann... Okay, bleiben wir bei der Variante, du gehst zu Leuten. Das heißt, so ganz, ganz unvorbereitet passiert das nicht, es werden Termine gemacht. Heute Nachmittag um 3 Uhr kommt Phil und überfällt mich. Genau. So, wie ist das denn dann, wenn Phil kommt und mich überfällt? Klingelt der Phil oder bricht er die Tür auf? Nein, das ist so, dass er die Tür unten auf... macht und sich dann oben in seinem Apartment, also meistens ist ja so, dass die Leute in solchen Wohnungen wohnen, wo dann Treppe hoch und so weiter und so fort. Ja. Dann steige ich bei dem rein. Mhm. Im Flur ziehe ich keine Maske auf, sondern erst bei ihm im ersten Dingenslager und dann durchsuche ich die Wohnung. Also ist oben die Tür, also steht oben. Die Maske auf. Moment, oben steht die Tür auf, unten steht die Tür auf, oben steht die Tür auf. Nee, er drückt unten die Tür auf. Ja. Dann gehe ich in den zweiten Stock oder wo er wohnt. Ja. Oder lass ihm noch Zeit, wenn er im Parterre wohnt. Ja. Dann ist seine Wohnungstüre auf, gelehnt und er soll sich zurückziehen, weil ich erst meine Maske aufziehe. Ja. Weil ich ja nicht erkannt werden möchte von Nachbarn. Klar. Also ziehst die Maske dann in der Wohnung. In der Wohnung auf, hol meine Knarre raus. Nun, ich muss dazu sagen, das ist keine echte Knarre, sondern das ist auch... Bin ich von ausgegangen jetzt, ja. Jeder weiß das. Ja. Das ist eine Erbsenpistole oder eine Soft-Air. Ja. Da kommen Plastikkügelchen raus. Okay. Und dann? Dann durchstöbere ich die Zimmer, finde ihn, überwältige ihn, fessele ihn, drücke ihn zu Boden erstmal, dann wird er erniedrigt, wird beschimpft und geschlagen? Ja. Einzelne Schläge kriegt er auch, aber das ist vorher auch immer von mir abgesprochen. Ja. Ich frage, also ich habe immer ein Vorgespräch, wo ich frage, wie weit gehst du? Ja. Und auch zum Beispiel bei Leckdiensten frage ich dann immer, wie weit gehst du? Weil einer steht auf Füße, einer nicht. Mhm. Dann Loch lecken oder nicht. Jetzt liegen die gefesselt da am Boden. Du beschimpfst sie. Du nimmst aber nichts raus aus der Wohnung. Nein. Nein, du klaust nichts. Nö. Könnte ja auch zu dem Rollenspiel dazugehören. Hat noch keiner gewünscht. Wäre doch mal eine Variante. Mhm. So ein Ritual ist, ich tue die erstmal fixieren auf dem eigenen Bett. Ja. Und dann gehe ich durch die Wohnung und schaue mal was in den Kühlschrank. Dann hole ich mir vielleicht noch ein Bier raus und trinke das. Ja. Und dann geht das Programm weiter. Also er wird dann schon, es läuft natürlich hinaus auf eine sexuelle Handlung. Das ist schon klar. Ja. Und wenn die sexuelle Handlung... Die wird wahrscheinlich verschiedene Spielarten haben, je nachdem, was ihr vereinbart habt. Genau. Das kann auch mal ein bisschen härter zugehen. Oder. Klar, mancher steht auf AV, mancher steht auf Oral. Und das durch und dann berücksichtigen, wie weit der Typ geht. Wenn dann die ganze Sache vorbei ist, schlüpfst du dann aus deiner Rolle raus und ziehst die Maske ab oder verschwindest du mit Maske? Ja, nee, ich mach's so, wenn das Spiel vorbei ist, also wenn beide auch befriedigt sind, darauf läuft es hinaus, dann tue ich ihn entfesseln und dann gibt es ein Nachgespräch und dann sage ich, wie war es denn? Cola trinken oder ein Bier trinken. Wie war es denn für dich so? Ne, so ein Gespräch ist das dann. Da ziehst du deine Maske ab und du redest ganz normal mit den Leuten. Ja. Ja. So, das ist ja eine sehr bizarre Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass du das nicht aus Spaß nur machst, sondern dass du auch für Kohle nimmst. Nein. 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 Nein, das ist wirklich dein Privatvergnügen. Es wurde mir schon angeboten, aber ich sage, ich bin keine Nutte. Also nur für mich aus Spaß. Ihr sollt euren Spaß haben. Und ich will natürlich auch meinen Spaß haben. Ist klar. Ich bin halt dann der dominante Typ und mag es, wenn sich jemand unterordnet. Ja. Also du bist der Fachmann in diesem Gebiet, ich kenne mich da nicht aus. Bist du jetzt so der Einzige, der sowas macht, oder gibt es mehrere, die auf die Idee auch schon gekommen sind? Also ich bin Dreber. Ich hatte schon Tops, die das angeboten hatten auf dem Portal und dann habe ich mich... Was bist du, Dreber? Was heißt Dreber? Dreber ist, wenn jemand nicht nur Top sein kann, was heißt Top? Auch mal die Erfahrung machen möchte. Du musst ein bisschen Deutsch reden, das verstehen wir das. Was ist Top? Top ist
jemand, der ja, der Master, der das beherrscht, ja, die Situation beherrscht. Ja. Also bei so einem Spiel ist es eigentlich immer so, dass einer das Spiel beherrscht und der andere fügt sich. Ja. Also das passt natürlich ausgesprochen gut zu unserem Thema. Ich benutze andere Menschen, aber natürlich nach Absprache in Form dieses Rollenspiels. Du überfällst die anderen Menschen, ja, und nutzt sie dann für diese Zeit auch mit ihrem Einverständnis voll und ganz aus. Es ist halt auch ein Kick für die Leute, weil die wissen ja gar nicht, ob das dann wirklich echt ist. Also die wissen ja gar nicht. Ich meine, es ist für die Leute. Schwulenhasser, der da. Genau, ganz genau. Also Leute. Das ist dann der Adrenalinstoß für die anderen. Aber ich will mal sagen, es ist auch gefährlich. Für die anderen ist es saugefährlich. Du hast es gerade schon gesagt. Man weiß nicht, wer da reinkommt und was dann passiert. Ja, das aber könnte auch bitterböse enden. So, dass ich ein sehr fundiertes Vorgespräch nutze. Ja, okay, da kann man das schon merken. Ja, ja. Und wenn dann zum Beispiel Leute sagen, was soll ich heute anziehen oder soll ich die Nike blau anziehen oder ja, die Sportel so und so, dann merke ich schon, das kann kein Hasser oder Gefahr sein, das ist ja ein Schwuler. Lieber Phil, hab mit dem Spaß. Interessant. Habe ich noch nie so gehört. Zum Beispiel, letztens hatte ich jemanden im Kofferraum, hab den zu mir gefahren, Tiefgarage, oben ausgepackt. Oder einer wollte im Schlaf überfallen werden. Er hat gesagt, ich lasse meine Bude offen, das geht so. Und dann bin ich da reingestiegen. Unfassbar. Im Schlaf überfallen. Unfassbar. Und hab den dann gefesselt. Unfassbar. Was ist denn los? Wo leben wir? Findest du das schlimm? Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich wundere mich nur über solche Sachen. Schlimm ist das nicht, aber... Ich hatte bis Ende letzten Jahres ein ganz normales Profil auf diesem Portal. Ja. Und dann ist das ja, habe ich gemerkt, so ein bisschen Fetisch von mir. Und dann habe ich das andere Profil geöffnet und ich wurde wirklich überrannt von Anfragen. Jeder wollte plötzlich überfallen werden. Also, ich sage jetzt mal an dieser Stelle, wir stellen jetzt keinen Kontakt her. Diese Vermittlung machen wir nicht. Machen wir nur in ganz ernsten Sachen. Lieber Phil. Das war nicht der Zweck. Das war mir schon klar. Ich wollte nur zum Ausdruck geben, dass ich es erstaunlich fand, wie viel Leute drauf stehen. Ja. Ich wollte jetzt nicht Werbung für. Nein, das habe ich auch nicht. Ich sage es nur zu den Zuschauern. Also, meldet uns bitte nicht. Wir stellen Kontakt nicht her. Das machen wir nur bei ganz ernsten Sachen. Nein. Lieber Phil, es war interessant. Ja. Ich danke für deinen Anruf und viel Vergnügen, viel Spaß und auch auf dir, dass dir dann nichts passiert bei diesen Aktionen. Nee, klar, und ich brauche nicht einen Psychologen jetzt. Das ist mir ganz klar. Nee, weil ich fühle mich gut bei der Sache. Ich wollte nur eins sagen, ich tue keinem weh, also es gibt keinen Blutschäden oder sonst was. Ja. Es ist alles abgesprochen. Habe ich alles genauso verstanden. Okay. Lieber Phil, alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Haben wir wieder was Neues erfahren hier. Also die Welt ist unerschöpflich. Ich benutze andere Menschen, heißt unser Thema. Wenn ihr auch andere Menschen benutzt, vielleicht auch im ernsteren, viel ernsteren Sinne, als wir es gerade gehört haben, dass ihr vielleicht jemanden finanziell ausnutzt, ausbeutet, dass ihr mit den Gefühlen, vielleicht mit den tiefen Gefühlen eines Menschen spielt und so weiter, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit dem Michael. Michael ist 19. Hallo Michael. Michael hat aufgelegt. Der hat Schiss in die Büchse gekriegt. Ich glaube, er war nämlich dran. Hier ist Charlotte. Charlotte ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Charlotte, du bist eine Frau, die andere Menschen ausnutzt. Richtig. Und zwar im Sinne von Sklaven und Herren sozusagen. Aha. Also ein bisschen ähnlich wie gerade von der Thematik. Ähnlich, ja, so ein ähnlicher Fetisch, eine ähnlich bizarre Sache. Und im Prinzip, also ich habe ein SM-Studio in Nürnberg und hatte eigentlich auch bis vor 14 Tagen einen eigenen persönlichen leibeigenen Sklaven, der leider seit 14 Tagen in Urhaft sitzt. Ach so, wie unpraktisch für dich. Ja, wie unpraktisch, richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin darüber auch ziemlich traurig und ziemlich wütend, weil natürlich jetzt super viel Arbeit an mir hängen bleibt. Also Wieso sitzt der Sklave denn in Urhaft? Ja, das kann ich leider auch nicht so genau sagen. Also wie gesagt, ich habe leider noch keinen Kontakt zu ihm herstellen können. Mhm. Ich weiß allerdings, dass er auch diese Sendung immer guckt und ich weiß auch, dass er wohl Fernseher oder ein Radio oder irgendwas hat und er mich vielleicht auch auf diesen Wege hören kann und ich ihn quasi... Also Sklave, bitte melden bei Charlotte. Sozusagen ihn auf diesem Wege die Leviten lesen kann. Jetzt machst du ihn wahrscheinlich ganz fickerig, wenn du ihm die Leviten hier
über uns liest. Ja, ne? So wird es auch sein. Wie lange hattest du ihn denn? 3 Jahre. 3 Jahre, und das war wirklich dein Haussklave? Das war mein Haussklave, genau. Der war 24 Stunden bei dir? Er war 24 Stunden Tag und Nacht bei mir. Ein junger Mann? Junger Mann ist relativ, er ist 41. Ja, und das heißt, du hast ihn auch finanziert und beköstigt? Richtig, ich habe mich sozusagen, also fürs Leib und Wohl sozusagen, habe ich gesorgt, also dass er zu essen hat. Er hat im Käfig geschlafen, fixiert natürlich auch, komplett augenverbunden. Wie jede, mit Wollschal, ist in Wollanzügen. Jede Nacht mit stopp, jede Nacht mit verbundenen Augen im Käfig? Ja, komplett zusammengeschnürt. Jede Nacht, ja. Und du hast schön kuschelig in deinem Bett gelegen? Schön kuschelig in meinem Wasserbett. In deinem Wasserbett. Und wie war das dann morgens? Du bist dann aufgestanden, hast dein Frühstück gemacht und der Sklave lag... Ich mache kein Frühstück, er hat alles gemacht. Ach so. Dann hast du erstmal den Sklaven befreien müssen. So sieht's aus. Ja, dann habe ich ihm so und so lange Zeit gegeben, bis dann hat das Frühstück auf dem Tisch zu stehen. Und das hat auch immer sehr gut geklappt. Und spricht man morgens mit dem Sklaven? Natürlich, er küsst mir die Füße frühmorgens, er küsst mir die Hände. Ja. Und dann geht's los mit der Arbeit. Das heißt, Hausarbeit macht er, Hausarbeit, Einkaufen Putzen, macht er. Einkaufen, handwerkliche Arbeiten etc. pp. Das klingt jetzt im Moment im ersten Hören witzig. Beim zweiten Nachdenken ist das ausgesprochen bizarr. Wenn man sich vorstellt, du hast diesen Menschen über mehrere Jahre bei dir gehabt. Richtig. Rund um die Uhr. Richtig. Da fragt man sich, was ist das, was geht in diesem Menschen vor, der sich als Sklave, der hat das ja freiwillig gemacht. Ja, natürlich. Was geht in diesem Menschen vor, der sich in eine solche Rolle begibt? Und was ist das für ein Mensch, in diesem Fall Charlotte, die sich eines solchen Menschen bedient? Also ich denke mal einfach, das ist auch ein Geben und Nehmen. Er ist natürlich auch einfach dazu da, mir zu dienen, mir wirklich 24 Stunden zu dienen, für mich da zu sein, mir mehr oder weniger jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und ich bin diejenige, die einfach mal die Befehle... Für dich ist das natürlich eine tolle Rolle, ne? Du lässt dich ja bedienen rundherum, von allen Seiten. Und so sieht's aus, ja. Bekam er Taschengeld auch? Er hat ab und zu mal, wenn er besonders gut natürlich auch agiert hat, also wenn er vielleicht mir auch ab und zu mal in Sessions geholfen hat, im Sinne von, dass ich ihn mit einbezogen habe, zum Beispiel in bestimmte SM-Sessions, ja. Wie gesagt, ich habe ein SM-Studio, ja. Dann hat natürlich auch, gab es dann mal ein bisschen Taschengeld auch für ihn. Er war sicher dann auch bei einigen Aktionen dann dein Assistent im Studio. Assistent ist jetzt zu viel gesagt, er hat natürlich mit agiert, also einfach mal für Gemeinschaftserziehungen zum Beispiel oder einfach mal auch natürlich auch mal hinhalten müssen und so weiter und so fort. Aber wenn man so 24 Stunden mit einem Menschen zusammen ist, den man Sklave nennt, entsteht da schon doch auch irgendwie so ein persönliches Verhältnis, dass man sich auch mal über persönliche Dinge einfach so unterhält? Oder? Natürlich auch. Das macht man. Das bleibt natürlich auch nicht aus, was natürlich auch ganz normal ist. Letztendlich sind wir ja auch zwei Menschen, die volljährig sind und die natürlich auch außer dem SM-Leben auch irgendwo ein normales, in Anführungsstrichen, Leben geführt haben. Aus welchem Leben kam dein Sklave? Was hat der vorher gemacht? Er ist eigentlich gelernter Gerüstbauer. Also er hat so handwerklich natürlich super top. Hatte er, sehr praktisch für dich, hatte er eine Familie? Also er hat eine Mutter natürlich, die er auch immer gepflegt hat in Berlin, die also im Pflegefall ist und noch 3 Geschwister auch. Aber er war nicht verheiratet, hat nein, selbst er keine war nicht Kinder. Verheiratet, keine Kinder gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das für das Umfeld des Sklaven, Familie, Freunde auch äußerst befremdlich ist, wenn die dann plötzlich erfahren, was der Sklave dann tut. Aber die wussten das alle. Also Thomas hat immer mit offenen Karten gespielt. Also die Mutter wusste das, auch die Geschwister und natürlich auch die engsten Freunde von ihm. Die wussten ganz genau, wie er veranlagt ist. Die wussten, wo er ist. Die wussten, was passiert. Die wussten auch, dass unter der Woche nichts mit Telefonieren ist, weil er da, wie gesagt, zu funktionieren hatte bei mir. Aber du hast ihn dir auch schon mal, wenn du Bock hattest, auch sexuell rangeholt, ne? Nee, sowas haben wir gar nicht. Also wir haben gar keinen Sex gemacht. Das ist eine reine Herrinnen-Sklavenbeziehung, ohne jeglichen Sex. Ohne jeglichen Sex. Und du hast ihn auch nicht mal animiert, dass er vor dir onanieren soll oder sowas? Er war ja keusch. Also ich habe ihn auf keusch gelegt. Also er hat einen Keuschheitskäfig getragen über einen bestimmten Zeitraum. Wie so ein Gürtel? So ein Keuschheitsgürtel? Ja, einen richtigen Keuschheitskäfig, also komplett weggesperrt. Den Schlüssel habe ich natürlich verwaltet. Ja, dann hat er vorne, wo sein bestes Stück ist, einen kleinen Käfig. Ja, sozusagen der Schwanz und die Eier waren komplett zusammen eingesperrt in einem Käfig. Aber so, dass er zur Toilette schon gehen konnte? Ja, er musste sich natürlich hinsetzen zum Pinkeln, ganz klar.
Und du nur hattest den Schlüssel, um diesen Käfig zu entfernen. Genau. Leider Gottes ist er, wie gesagt, seit 14 Tagen im Gefängnis und da ist notgedrungenerweise ist dieser Käfig leider, es muss wahrscheinlich eine total witzige Sache gewesen sein, der Käfig dort auch irgendwie vor Ort aufgebrochen worden. Aber wenn der Sklave immer bei dir ist, wie kann er denn dann irgendwie Unsinn gemacht haben und sitzt jetzt in U-Haft? Ja, ist ja, wie gesagt, Wochenende habe ich ja schon gesagt, ist er immer nach Hause gefahren, weil er seine Mutter bei Herrn C. gefahren oder ist immer noch. Achso, das habe ich gerade nicht so verstanden, dass er dann immer am Wochenende nach Hause gefahren genau, ist. Genau, ah, ja. Freitag ist er immer nach Hause gefahren, nach Berlin. Naja, und da ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwas. Und da ist irgendwas schiefgelaufen und jetzt, wie gesagt, sitzt er wohl seit 14 Tagen in U-Haft. Sag mal, und dann hatte der auch, wenn der frei hatte, sage ich mal, und nach Hause gefahren ist, hatte er auch seinen Keuschheitskäfig. Immer einen Keuschheitskäfig. Das heißt, er selbst konnte auch nie onanieren. Nie. Gott, was hast du für eine Lust, diesen armen Mann so zu quälen? Ja, das ist deine Veranlagung, das ne? Das ist meine Veranlagung. Ja. Es ist einfach mal, ich hab's noch nicht gerne, wenn irgendwelche Leute an ihm rumspielen oder vielmehr er sich vielleicht sogar noch von irgendjemandem rumspielen lässt an sich oder er vielleicht vor lauter Geilheit sich selbst irgendwie in den Schlaf unaniert. Also willst du alles nicht haben? Ich stelle mir nur gerade vor, wenn man so einen Käfig immer da unten hat, scheuert das nicht? Wird man da nicht wund? Oder? Natürlich auch. Es geht alles immer nur im bestimmten Zeitraum. Es entstehen natürlich auch Druckstellen, die sich vielleicht entzünden können. Man kann natürlich auch damit baden, man kann rasieren kann man natürlich nicht und an gewisse Stellen kommt man auch nicht so wirklich aber ran. Ich kann mir vorstellen, dass die da in der U-Haft die Beamten ihren Spaß gehabt haben, als die ihn gesehen haben. Also wahrscheinlich ist das Ding mit der Flex irgendwie aufgekracht worden und das war bestimmt auch nicht unbedingt so angenehm für Thomas, aber tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ist man, wenn man so lange einen Sklaven hat, ist man des Sklaven auch mal irgendwann überdrüssig? Natürlich gab es auch Zeiten und so, wo es richtig gescheppert hat und so, wo ich ihn einfach dann nach Hause geschickt habe und gesagt, er soll lieber einfach seine Scheiße nachdenken, die er immer wieder fabriziert hat. Aber letztendlich haben wir uns immer wieder zusammengerauft oder er hat immer kapiert, dass er zu funktionieren hat. Er kam zurück. Aber wir sagen das nochmal ganz klar, der hätte zu jeder Zeit sagen können, ich verlasse diese Rolle und gehe. Richtig. Da hättest du nichts machen können und das ist so die Vereinbarung. So ist es richtig. Die Vereinbarung. Ja, natürlich, jetzt bist du natürlich verwöhnt, 3,5 Jahre ein Sklave. Ja, natürlich. Und jetzt stehst du da. Du bist ja ganz aus dem Häuschen. Ich bin der ganzen Tag jetzt, ich muss jetzt wirklich auch alles alleine machen. Wie furchtbar. Und deswegen auf diesem Wege jetzt einfach mal bin ich stinksauer, ja. Weil wie gesagt Arbeit über Arbeit und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, so ungefähr. Und deswegen warte nur, wenn ich ihn wieder in die Finger bekommen. Was passiert, wenn du ihn wieder in die Finger bekommst? Tja, dann natürlich ich bin natürlich froh, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn es irgendwie alles einen guten Lauf macht, aber Strafe muss sein, ganz einfach. Ja. Also für dich wäre das durchaus ein Modell, wenn er jetzt wieder zurückkommt, dass du mit diesem Mann noch sehr lange in diesem natürlich. Rollenverhältnis zusammenbleibst. Auf jeden Fall. Wir werden bestimmt alt zusammen. Und ich gehe mal davon aus, da du als Domina arbeitest, dass du ein Umfeld hast, deine Freunde und Bekannten, die wundern sich nicht darüber. Für die wundern sich gar nicht, die wissen, was du ist. Meine Schwestern kennen ihn, meine Freunde kennen ihn, also meine Sklavinnen kennen ihn, also die kennen sich auch untereinander. Du bist ja nur auch noch im zarten Alter erst von 32. Ja, seit wann bist du Domina? Seit 5,5 Jahren. Länger nicht? Nein. Was hast du vorher gemacht? Ich bin eigentlich gelernte Maskenbilderin, Visagistin. Ja. Und wie kam plötzlich dann das Erwachen? Ich bin ganz anders eigentlich? Was heißt ganz anders? Diesen Kink habe ich ja schon länger, seitdem ich 18 bin in etwa, so dass ich einfach auf Fetischveranstaltungen gehe, mich dafür interessiert habe, für dieses Thema, mich natürlich belesen habe, Filme geguckt habe und. Und dann einfach mal auch natürlich ein Hobby auch irgendwann zum Beruf gemacht hat. Und diesen Sklaven, wie hast du den bekommen? Wie findet man einen Sklaven? Also da gibt's natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Aber Thomas habe ich bekommen. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, in einem anderen Studio gearbeitet. Da war er als Sklave von einer anderen Domina, die aber nichts mit ihm anfangen konnte, die eigentlich auch etwas überfordert war. Und deswegen habe ich mich ihm angenommen und ja, seitdem ist er sozusagen bei mir. Sag mal, so ganz profane Dinge wie Rentenversicherung, Krankenversicherung, hast du das für ihn gezahlt? Sowas habe ich nicht für ihn bezahlt. Er ist ja momentan eigentlich auch, er hat ja eigentlich bis vor kurzem auch immer gearbeitet, ist jetzt natürlich auch arbeitssuchend, sage ich jetzt mal so. Das Problem ist, er hat auch keinen Führerschein und deswegen bei seinem Beruf ist es immer so ein bisschen problematisch ohne Führerschein, weil er Baustellen und. Aber du sagst, er hat bis vor kurzem gearbeitet. Wenn er schon 3 Jahre bei dir ist, kann er ja nicht bis vor 3 Jahre hat er gearbeitet. Na gut, bis vor 3 Jahren, aber 3 Jahre ist eine lange Zeit. Also da ist er jetzt, also wenn er krank würde, steht er da. Naja, ist ja momentan auch so arbeitssuchend. Ach so. Genau.
So, Charlotte. Gut. Vielleicht hat Thomas zugehört. Ich hoffe mal sehr, ich grüße ihn auf diesem Wege. Er soll tapfer durchhalten und ich hoffe, dass es wirklich alles bald gut wird. Alles Gute für dich, Charlotte. Ich bin durchgekommen, bin wunderbar. Jo. Ich habe extra so lange ausgehalten. Alles Gute, wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tja, ich bin ja doch ganz baff, was ich jetzt hier alles zu hören kriege. Hier ist Björn. Björn ist 21. Hallo, Björn. Ja, hallo. Hallo, Björn. Ja, hallo. So, das Thema heißt aber nicht nur Sklaven und SM heute Nacht, sondern ich benutze andere Menschen, durchaus auch vielleicht mit ernsteren Varianten und ernsteren Seiten. Wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist es so, ich benutze tatsächlich einen Menschen, und zwar nicht sexuell, sondern halt vom Geld her. Mhm. Wen? Wen? Das ist also ein Bekannter von meiner Bekannten. Ne? Mhm. Und meine Bekannte, die kenne ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Ist Bekannte deine Freundin? Nee, Freundin nicht. Eine Bekannte halt. Eine Bekannte, mhm. Ja. Und davon wieder ein Bekannter. Genau. Mhm. So, und diese Bekannte, die hat also diesen Bekannten und die kennt sie schon seit 40 Jahren. Ungefähr. Pi mal Daumen. Mhm. Und dieser Bekannte also... wie alt ist denn deine, schon mal wieder, du bist 21, die kennen sich seit 40 Jahren. Wie alt ist denn deine Bekannte und wie alt ist der Bekannte von der Bekannten? Also die Bekannte, die so, was weiß ich, irgendwie 53, 54 ungefähr. Ja, ja. Ne? Und er ist so knapp an die 60 ran irgendwie. Ne? Okay. Also, so, jetzt mal Butter bei die Fische. Inwiefern nutzt du ihn finanziell aus? Ja, also ich bin arbeitslos und... Mhm. Ich bekomme also eine Grundsicherung und das ist eigentlich zu wenig. Ich bekomme eigentlich nur 150 Euro im Monat, so Pi mal Daumen überschlagen, mhm. Ne? Und das reicht zum Leben vorne und hinten nicht aus. Wie kommt das, dass du nur so wenig bekommst? Das weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Kann ich keine Antwort drauf geben. Können wir dann wahrscheinlich jetzt auch nicht klären, wenn du das nicht sofort jetzt so mir erklären kannst. Okay, also das ist dir zu wenig Geld, klar. Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Das reicht also höchstens bis zur Mitte des Monats. Ne? Mhm. Und den Rest des Monats steht dann halt da. Mhm. So. Und ohne alles eigentlich. Ohne Trinken, ohne Essen. Und so ein Mensch kann vielleicht irgendwie zwei Wochen oder sowas ohne Essen leben. Okay. Gerade mal so, ne? Okay. Und so möchte ich nicht enden. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehen wir halt zu ihm hin. Ja. Und er bezahlt auch ganz schön, treu und doof immer, mein Essen und mein Trinken, meine Zigaretten. Und der bezahlt mir meine Taxifahrten, die ich benötige, gelegentlich mal zum Amt und zurück und so was. Was heißt das? Gibt er dir so und so, so eine Summe pro Monat oder... zahlt er jedes Mal, wenn, wie geht das? Wie übergibt er dir das Geld? Ja, also ich bin also bei ihm, mhm. Ne, so nach einem halben Monat oder sowas, dann gehe ich wieder zu ihm hin und sag ja, so und so, ne, und dann kann ich also bei ihm schlafen, auch, ne. Ja. Der hat also mehrere Zimmer und auch ein Gästezimmer und da schlafe ich halt immer schön drin. Und dann isst du bei ihm auch? Genau, dann esse ich bei ihm, mache ihm auch mal gelegentlich was zu essen, ne, und... Gibt er dir denn auch Bargeld hin und wieder? Ja, also er gibt mir dann Bargeld, wenn ich zum Beispiel irgendwas was zum Einkaufen holen soll oder sowas, dann gibt er mir Bargeld. Oder wenn ich jetzt irgendwie mit dem Taxi durch die Gegend fahren. Muss man mit dem Taxi fahren? Nö, muss man nicht, aber... Aber wenn er das bezahlt, machst du das? Ja, genau. So also wenn du so überrechnest, wie viel macht er für dich so im Monat locker, so ungefähr? Wenn man das so ungefähr sagen kann. Oh, wenn man so ungefähr sagen kann, weiß ich nicht. 200, 300, 400 Euro? Nee, 400 Euro würde ich nicht sagen, aber so 300, 320 Euro vielleicht. Ja. Ungefähr, Wie lange geht das jetzt schon so? Das geht jetzt schon seit 5 Monaten so. Ja, ist ja noch nicht so sehr lange. Warum macht der Mann das? Verlangt er eine Gegenleistung von dir? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also, ich meine, er ist jetzt schon ein bisschen älter und er hat ein Problem mit dem Rücken auch. Und dann gehe ich manchmal für ihn einkaufen. Oder ein paar Kleinigkeiten halt, irgendwie Glühbirne wechseln oder irgendwie so Kleinigkeiten halt, ne, so. Also kann man sagen, das ist eher ein netter, hilfsbereiter Mensch, den du ausnutzt. Ja. So kann man sagen. Ja. Hat der denn genügend Geld oder ist es bei dem auch eher knapp? Nee, der hat genügend. Der hat wirklich genügend. Der hat en masse, also da weiß er vorne und hinten gar nicht mit zurecht. Ja. Ne, so. Er ist zum Beispiel auch so einer, er geht wegen jeder Kleinigkeit, geht er zu seinem Rechtsanwalt. Ja. Ne, so. Und der Rechtsanwalt möchte natürlich immer Geld dafür sehen, wenn er mit ihm spricht. Mhm. Ne, so. Und das bezahlt er natürlich auch mal treu doof. Ne? Mhm. So. Ja? Und da habe ich dann zu ihm gesagt, pass auf,
diese Kleinigkeiten, während du da zum Anwalt gehst, die kann ich auch für dich regeln. Da brauchst du da kein Geld für einen Anwalt auszugeben. Gibt er dir das Geld lieber? Ja, genau, so ungefähr. Also bist du so eine richtige Made im Speck, ne? Parasit, kann man auch sagen. Ja. Ne? Der zu faul ist, den eigenen Hintern hochzukriegen? Ja, nein, zu faul würde ich nicht unbedingt sagen. Ja? Die Schwierigkeit bei mir liegt darin, dass ich also mit wegen meinem Arm nicht wirklich arbeiten kann. Was hast du, was hast du denn am Arm? Ich habe meinen Arm vor Jahren mal gebrochen gehabt, wirklich durchgebrochen, und der ist immer noch so gebogen. Die haben sie nicht wirklich zusammengekriegt vernünftig wieder, und der ist jetzt so wie so schlangenförmig halt, so, der ist halt gebogen so. Und es gibt nicht Jobs, so kleine Jobs, die man vielleicht auch mit gebogenem Arm machen könnte? Ich kann mit dieser Hand nicht wirklich, ich habe keine Motorik in der Hand, also das heißt, ich müsste Arbeiten machen, die man mit einer Hand erledigt. Was hast du denn früher gearbeitet? Ich habe noch gar nicht gearbeitet. Du hast noch nie gearbeitet? Nein. In deinem ganzen Leben noch nicht? Doch, ich habe schon mal Praktikas gehabt. Natürlich, aber ja. Aber das heißt, du hast dich immer so durchgeschlängelt irgendwie. Jo. Das sind so die Leute nach unserem Geschmack, ne? Die wir alle irgendwie nicht leiden können. Ah. Ja? Das heißt, du hast auch nichts gelernt? Nein. Auch keine Lehre gemacht? Nein. Und triffst dann immer ein paar Dumme, die dich irgendwie durchziehen mit? Bisher noch, ja. Bisher noch. Wie fühlt man sich denn dabei? Fühlt man sich dabei gut oder irgendwie doch ein bisschen schäbig? Also ich denke eigentlich so gar nicht drüber nach, aber eigentlich nicht, nö. Nö. Alles in Ordnung. Ich finde es eigentlich immer ganz toll, wenn man so für sich selbst zur Rande kommt und sich die Sachen selbst verdient, die man dann auch ausgibt. Sicher, wäre natürlich besser, aber... Dafür muss man natürlich auch Initiative ergreifen. Richtig. So, das muss ich will nicht kleinreden, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, weiß Gott nicht. Aber ich glaube, da gehört auch eine Einstellung dazu und du hast keine gute Einstellung. Nee, nicht wirklich. Nein, aber das Problem ist auch, ich hab's versucht. Mhm. Ich habe das erste Jahr über versucht. Ich habe wirklich versucht, eine Ausbildung zu finden. Ja. Ne, so, ich habe einen Hauptschulabschluss, der ist nicht besonders gut. Ja. Meine Schuld, ich weiß. Aber ich habe es wirklich versucht und es hat nicht hingehauen. Ja. Egal, wo ich mich beworben habe. Ne? Ja. Und ich hatte sogar Vitamin B und auch das hat nicht wirklich was geholfen. Da wurde dann eher der Sohn des Chefs genommen, als ich dann halt. So. Wie sind denn deine Pläne? Du bist ja jetzt erst 21 Jahre alt. Wie denkst du dir dein Leben, die nächsten 10, 20, 30? Wir wollen hoffen, dass du alt wirst. Wie soll es werden? Also ich bin im Moment dabei, mich anzumelden, um mittlere Reife nachzuholen. Mhm. Ja, das ist ja schon mal ein Ansatz. Ja, weil ohne mittlere Reife läuft heutzutage überhaupt nichts mehr. Genau, ja. So. Und die wollte ich nachholen. Und das ist immer das Ziel, was ich mir gesetzt habe, mittlere Reife. Und ich finde, für mich ist dieses Ziel schon sehr, sehr hoch gesetzt, mittlere Reife. Ja. Ich bin ja auch schon relativ lange aus der Schule raus. Ja. Und Immerhin, nach dem, was du gerade gesagt hast, das hat mich ja ziemlich runtergezogen, finde ich das gut, dass du dir das so vornimmst. Und immerhin wäre das vielleicht eine Etappe, wenn du die schaffst, die dir auch ein großes Erfolgserlebnis gibt. Das würdest du dann selbst schaffen. Und da ist man natürlich jetzt eigentlich immer stolz drauf, wenn man selbst etwas geschafft hat. Aber diesen Mann, insofern hast du natürlich passend zu unserem Thema angerufen, da kann man gut sagen, ich benutze andere Menschen, ne? Du benutzt diesen anderen Mann. Ja. Ja. So, ich wünsche dir, dass du mit deiner Lernerei vorankommst und bald deinen Realschulabschluss machen kannst, Björn. Ja, hoffen wir alles Gute. Alles Gute. Was ich noch sagen wollte. Bitteschön. Deine Sendung finde ich absolut phänomenal. Ja. Was ich noch phänomenaler finde, ist, dass du ja kein Psychologe bist, sondern das einfach so irgendwie drauf hast einfach. Das ist einfach total klasse. Ne? Ich danke dir für das Kompliment, obwohl ich dich gerade scharf kritisiert habe. Ja, macht ja nichts. ich kann Kritik ab. Ich habe schon immer Kritik abgekonnt. Ja. Und was ich fragen wollte, ist, ob ich ein Autogramm bekommen dürfte. Okay, dann legst du bitte auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Ja, okay, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier live erreichen wollt, bei 1 Live im WDR Fernsehen, bei 1 Festival, zu unserem Thema, ich benutze andere Menschen. Andreas ist 38. Ja. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Morgen. Du benutzt andere Menschen. Ja, nee, nicht direkt, ich hatte andere Menschen benutzt. Aha, was war da los? Ich habe jahrelang andere Menschen benutzt und das nicht unbedingt wenige. Aha. Weil ich bin ein ehemaliger Zuhälter. Ja. Ich habe Frauen aus sozial schwächeren Gegenden geholt, habe sie dann in diverse Stellen gesteckt,
habe mit Frauen Drogenkuriere gespielt, habe dafür gesorgt, dass diverse Frauen für mich ins Gefängnis gegangen sind. Mhm. Hab damit eigentlich mein Geld verdient. Das heißt, du hast die Frauen zu Straftaten angestiftet. Du warst der Nutznießer und die haben hinterher dann die Strafe abgesessen. Ja, genau. Ja. So war das. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 8 Jahre. 8 Jahre. Mhm. Bist du irgendwann auch zur Rechenschaft gezogen worden? Ja, man hat es mal versucht, aber man konnte mir nichts nachweisen und hat mich dann halt wegen irgendwelchen Kleinigkeiten für 3 Jahre versucht einzusperren und hat mich dann nach einem Jahr wegen guter Führung wieder entlassen. Mhm. Und bin mittlerweile mit, muss halt dazu sagen, dass ich das heute nicht mehr tue, und bin mittlerweile mit einer meiner damaligen Frauen, die ich verkauft habe, verheiratet und habe 2 Kinder. Mhm. Und wie denkst du denn über diese Zeit? Du hast es gerade nur in so ein paar Stichworten gesagt, es hörte sich schon grauselig genug an. Das heißt, du bist verantwortlich für sehr, sehr viel, viel Leid. Das hast du angerichtet. Wie denkst du über diese Zeit? Wie denke ich über die Zeit? Also ich möchte sie heute nicht mehr machen, und ich möchte auch beziehungsweise würde ja, ich, wenn ich das könnte, wie ich wollte, würde ich mich selbst dafür bestrafen, weil es ist halt so, man hat sehr viel getan, worüber man eigentlich kein bisschen nachdenkt, weil man spielt richtig mit Menschen in diesem Geschäft. Sag doch mal so ein paar Beispiele für mich, die so, wo du sagen würdest, das waren so die schlimmsten Sachen, die ich getan habe, die ich Leuten, Frauen wahrscheinlich angetan habe. Also die schlimmste Sache war damals, ich hatte ein Mädchen, das hatte ich verkauft an einen anderen Kollegen, nennt man das, also an einen anderen Zuhälter. Mhm. Und die hatte sich unwahrscheinlich in mich verliebt und die hatte dann zu mir gesagt, ja, wenn ich dich nicht kriege, dann bringe ich mich um. Und daraufhin habe ich ihr Tabletten und ein Messer hingeschmissen und habe gesagt, mach, ich will dabei zugucken. Das war so die schlimmste Sache, die ich gemacht habe. Und Moment, hast du es gemacht? Ja. Sie hat es gemacht? Sie hat es gemacht. Das heißt, du hast das Leben dieses Mädchen auf dem Gewissen? Ja. Hm. Ich habe damit heute auch noch zu kämpfen. Also ich wache heute teilweise noch nachts auf, schweißgebadet. Und ich zuck auch für euch zusammen, wenn du sagst, ich habe da die Mädchen verkauft. Das hört sich an wie aus fernen Zeiten oder aus völlig unzivilisierten Ländern. Du hast wirklich die Frauen gekauft? Gibt es da so einen Markt für oder wie geht das? Nö, man fährt ganz einfach. Wir sind viel nach Polen gefahren zu dem Zeitpunkt und ja, sind dann da hingegangen. Und die polnischen Frauen, die waren schon immer, ich sag mal, scharf auf deutsche Männer, beziehungsweise hätten alles dafür getan, um in Deutschland leben zu können. Und ja, und dann hat man denen versprochen, ist in Ordnung, ich fahre wieder zurück nach Deutschland, ich hole dich. Und dann ist man zu einem besagten Menschen gegangen, der hat dann dafür gesorgt, dass die Frau auf einmal eine Einreisegenehmigung hatte, wo auch immer die herkam. Die war auf jeden Fall nicht billig. Mhm. Und ja, dann ist man wieder zurück, hat die Frau geholt. Das hat dann ungefähr so 3 Wochen gedauert und dann hat die Frau für einen gearbeitet. Mhm. Dann hat man die in diverse Aero-Center gesteckt, man hat sie halt an Zuhälterkollegen verkauft, man hat sie... So, wir haben gerade sehr, sehr belustigend über den Fall gesprochen mit Charlotte, die ihren Haussklaven hält. Das, was du jetzt erzählst, ist aber bitterer Ernst. Diese Frauen waren im Prinzip deine Sklavinnen, so kann man das sagen. Ja, und wenn die nicht sagen. Und wenn die nicht parierten, wurden die mit Sicherheit auch geschlagen? Ja. Und wenn die hätten ausbrechen wollen, was wäre dann passiert? Also wenn eine Frau versucht hat auszubrechen, das hatten wir 2-3 Mal. Da waren dann auch Männer mit im Spiel, also Freier mit im Spiel. Die wollten sie dann mit aller Gewalt rausholen. Hm. Dann ist man halt eben mal mit 3, 4, 5 Mann losgezogen und hat sich halt ganz frei, unfreundlich um den Freier gekümmert. Hm. Der lag dann mehr oder weniger im Krankenhaus. Die hat man dann genommen und zur Strafe hat man sie dann 3 Wochen irgendwo in den Keller gesperrt oder irgendwo in ein Zimmer eingesperrt. Und dann hat man halt ein spezielles Auge auf sie geworfen. Und so etwas passiert alles mitten in Deutschland? Und das ist noch gar nicht lange her? Das ist noch gar nicht lange her. Und so etwas passiert auch immer noch heute in Deutschland? Ja, sicher, sicher. Hm. Die ganzen Frauen, man hat Frauen, wenn Frauen dann... Es gibt Frauen, die haben so viel Mentalität, die machen das freiwillig von sich aus. Das ist dann auch in Ordnung. Das sind dann halt so die Fälle, die dann so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Da fährt man halt einmal im Monat oder zweimal im Monat vorbei, guckt, wie es denen geht, kassiert seinen Profit ab und fährt dann wieder.
Dann gibt es aber auch Frauen, die einem richtig Probleme machen und die setzt man dann eben auf einen sogenannten Straßenstrich und bringt sie aber vorher auf Drogen. Boah, ist das widerlich, was du erzählst? Ist das abgrundtief, abscheulich ist das? Ja, ich bin auch nicht unbedingt stolz auf dich. Nein, du solltest dich wirklich in Grund und Boden schämen. Wirklich. In Grund und Boden sollst du dich schämen. Ja, aber das bringt mir heute nichts. Doch, ich kann deswegen heute nicht den Kopf in den Sand stecken, um Gottes Willen. Weil es ist eine Zeit, die habe ich gemacht, ich bin nicht unbedingt stolz drauf. Diesen Namen Andreas, den du jetzt hast, das ist ja auch nur mein Kosename, das hatte ich halt mit der Regie so abgesprochen, weil es gibt heute noch viele, viele Leute, die mir ans Leder wollen, weil ich habe strafrechtlich kann man dich nicht belangen mehr, oder? Nee, ja, ich habe aber dafür gesorgt, dass es so in dem Raum, wo ich komme so aus dem Großraum Frankfurt am Main, und dafür habe ich halt gesorgt, dass da so einige Leute mit mir untergehen, beziehungsweise ich habe mich da ja selber rausgeboxt. Ich habe mich da ja mit meiner jetzigen Frau, irgendwann sind wir halt auf den Trichter gekommen, dass das nicht das Leben sein kann, was man führen will. Wie bist du denn auf den Trichter gekommen? Wann hat sich der Schalter umgelegt und durch was? Durch was? Der Schalter hat sich dann umgelegt, indem wir uns, also meine Frau, die jetzige Frau und ich, wir haben uns halt ineinander verliebt. Klar, sie hatte dann zu dem Zeitpunkt auch Vorrechte wie gegenüber anderen Frauen. Und irgendwann ist man halt einfach auf den Trichter gekommen. Ich war bei einem normalen Freund, weil mein Freundeskreis wusste nichts von meiner Arbeit, sag ich mal. Weil es war früher nichts anderes wie eine Arbeit. Ich habe damit. Kann man sagen, dass die Frau letztendlich dich da rausgeholt hat? Wir haben uns eigentlich gegenseitig da rausgeholt. Ich gehe davon aus, dass du in all den Jahren viel Kohle verdient hast, auf den Knochen anderer Menschen. Wie viel Kohle? Davon ist nichts mehr übrig. Ist nichts mehr übrig. Was machst du jetzt vom Beruf? Ich bin jetzt Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer. Ja. Und bist du? Ich habe mir damals ein Haus von gekauft, ich habe mir damals ein schönes Auto von gekauft, ich habe Geld auf dem Konto gehabt. So, das Geld, was ich auf dem Konto hatte, hatte ich an wohltätige Stifte gespendet. Das waren 36.000 Euro. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Na, immerhin. Mein Haus habe ich verkauft, das Geld habe ich auch an wohltätige Stifte gespendet. Und mein Auto bin ich mit in den Wald gefahren, habe das mit einem Molotow-Cocktail angezündet. Sag mal, dieses viele Geld, was du gestiftet hast, stimmt das wirklich oder sagst du das jetzt nur, um hier gut zu erscheinen? Nee, das stimmt wirklich, das kann ich sogar belegen. Ja. Ich möchte dich nochmal fragen zu diesem schlimmen Fall, wo das Mädel sich in deiner Anwesenheit das Leben genommen hat. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten oder mit dem Messer? Mit Tabletten und Whisky. Und du hast daneben gesessen und hast nicht geholfen? Ja, ich habe mir zugeguckt, wie sie die Tabletten genommen hat und habe dann zugeguckt, wie sie den Whisky getrunken hat. Und dann habe ich mich rumgedreht und bin gegangen und habe dann allerdings beim Rausgehen, ich glaube 10 Minuten später oder so, habe ich dann auch einen Notarzt angerufen. Und das war dann schon zu spät? Das war dann schon zu spät. Nach 10 Minuten? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob sie vorher schon was gemacht hat oder was sie dann noch gemacht hat. Also laut Notarztbericht war sie dann schon tot. Du hast das gerade so weggewiesen, als ich sagte, du musst dich abgrundtief schämen. Ich frage dich trotzdem, wie gehst du? Du bist ja kein unsensibler Typ, wie ich das jetzt schon erkannt habe oder empfunden habe. Wie gehst du mit dieser Gewissensbelastung um? Ich denke da gar nicht drüber nach, ich versuche das zu verdrängen. Ich bin mittlerweile freiwillig von mir aus in der psychologischen Behandlung. Ich habe das jetzt soweit eigentlich alles mit meinem Psychologen durchgesprochen und aufgearbeitet, weil das sind Gedankengänge, damit kannst du einen Menschen in den Wahnsinn treiben, weil ich kann heute zum Beispiel nicht mehr in solche Etablissements gehen. Nicht, weil ich da jetzt unbedingt bekannt bin oder so, weil ich meine, klar, wenn ich aus Frankfurt komme, kennt mich in Hamburg keiner. Nur ich kann es halt aus mentalen Gründen von mir aus nicht, weil ich kenne die Situation, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ich weiß, dass es da nicht unbedingt fair ist und nicht gerecht zugeht, aber... Und du bist für dich ganz sicher, dass es keinen Rückfall mehr in diese Szene geben wird für dich? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Absolut im Gegenteil. Und das, also ich wüsste mit Sicherheit hundertprozentig, wenn ich das heute rauskriegen würde, dass einer meiner Freunde meint, er müsste mir das unbedingt nachmachen, dann würde ich ihn definitiv hochgehen lassen. Das weiß ich hundertpro. Das heißt, also für dich ist auch so ein Sicherheitspolster deine Familie. Ja, ja. Meine Familie ist mein Ein und Alles, aber ich habe halt mittlerweile kein Verständnis für mich, was ich damals gemacht habe. Ich habe kein Verständnis für andere Leute, die das machen. Das Problem ist halt, der Freier an sich
der im Prinzip zur Prostituierten geht, um sich den Dienst zu kaufen, der weiß ja gar nicht, was da hinten da alles dahinter steckt, weil er sieht die Frau, er geht ins Zimmer, er kriegt seinen Dienst, er bezahlt, er geht. Umso interessanter war das jetzt, dass du hier angerufen hast und das mal so erzählt hast. Ich glaube wirklich, dass viele, da hast du völlig recht, dass viele gar nicht wissen, das ist nicht bei allen Prostituierten so, klar. Es gibt auch welche, die eigenständig arbeiten. Habe ich mit da gibt es auch sehr viele von. Ja, ja, natürlich. Mit denen habe ich zu Genüge hier gesprochen schon, ja. Es gibt halt auch genug, die unter Zwang dort arbeiten. Definitiv, sind auch sehr viel, mittlerweile weniger die deutschen Frauen, das sind mittlerweile mehr die ausländischen Frauen. Ja. Und somit tragen die Freier eben auch mit Schuld daran, dass überhaupt dieses Gewerbe existiert, nämlich durch die Tatsache, dass sie da hingehen und das im Leben halten. Lieber Andreas, ich danke für deinen Anruf, wünsche, dass du auf diesem Weg weitergehst und alles Gute für dich und deine Familie. Danke, aber könnte ich vielleicht von dir noch ein Autogramm kriegen mit meinem richtigen Namen? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an, leg bitte auf, wegen der Antwort. Ja, danke. Okay, tschüss. Tschüss. René ist hier, René ist 49, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, René. Ja, du benutzt auch andere Menschen? Ja, ich benutze andere Menschen und zwar, ich habe insgesamt 4 Sklavinnen. 4 Sklavinnen? Mhm. Das haben wir aber heute hier angezogen, das Thema mit der Sklavin. Das ist aber ein Ding. Ich hatte es ja schon irgendwie so im Gefühl. Du hast 4 Sklavinnen. Ja. 4 Frauen, die sind das auch 24 Stunden Sklaven? Nein. 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 Erklär mal ein bisschen. Und ich benutze die Sklavinnen auch nicht, um sie zu, sag ich mal, herunterzuholen, sondern es sind regelrechte Lustsklavinnen. Also ich gehe auch davon aus, nach dem harten Gespräch gerade, dass das bei dir alles auf freiwilliger Basis läuft. Ja. Dass das eine sexuelle Spielart, ein Rollenspiel ist. Richtig, ja, genau. Um das mal gleich klarzustellen. Ja, ja. Genau. Mhm. Also von solchen Menschen würde ich mich ganz klipp und klar distanzieren und der gute Mann solle sich vielleicht mal überlegen, ob er nicht irgendwann einmal vielleicht eine sehr gute Tat vollbringen würde. Und das, dass er das Geld vielleicht da auch überwiesen hat an irgendwelche wohltätige Stiftungen, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Das ist ein dummes Geschwätz, ganz klipp und klar gesagt. Gut, das können wir jetzt nicht nachprüfen und er hat es so gesagt. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Also, okay. Nee, sorry, Entschuldigung. Also bei dir sind es 4 Frauen, Lustsklavinnen. Ja. Wie alt sind die Frauen? Ich habe eine, die Astarte, das ist meine Lieblingssklavin, die absolute Nummer 1. Die ist jetzt 40 Jahre, die wird jetzt 41. Mhm. Ich habe eine, die Anna, die lebt in der Schweiz, in Zürich, die ist jetzt auch 41. Mhm. Dann habe ich die Manuela, die lebt in Frankfurt, die ist jetzt 38. Und dann habe ich noch eine, die Sue, die lebt in Rastatt, die ist jetzt 29. Ja, also die Frauen sind sehr verstreut in der Bundesrepublik oder überhaupt so im weiteren Umfeld von dir. Also ich sage mal so, da wo ich lebe, habe ich leider nicht das gefunden, was ich immer suchte. Ich suche ja keine 0815-Sklavin oder eine 0815-Frau, die sich jedem Mann einfach vor die Füße wirft, nur damit sie einen Herrn hat. Was ist denn das? Schon das Besondere. Genau, was ist das Anforderungsprofil von dir gewesen für die Frauen? Mein Anforderungsprofil ist zum einen mal, also ich möchte jetzt das Aussehen an die zweite Stelle stellen, ganz klipp und klar gesagt, aber das erste ist die wahre, wirkliche Ergebenheit, das zu erleben, was sie sich immer schon in ihrem Leben wünschte, ganz klipp und klar gesagt. Also was die Frauen sich immer schon in ihrem Leben gewünscht haben? Ja, also ich mache nichts, was die Frau sich nicht selbst auch wünscht. Ja. Darum eben auch Lustsklavin. Ich bin auch nicht ein Dom, der die Frau im Dreck irgendwie umherstreifen lässt oder irgendwas. Sondern ich möchte eine Frau haben, die in dem Moment an meiner Seite ist, wo ich auch stolz auf sie sein kann. Also ich bin, was das angeht, danach auch stolz auf sie. Und wenn die Sklavin, wie zum Beispiel jetzt die Manuela, das ist eine reine Masso-Sklavin, die bittet darum, dass ich sie peitsche, dann erfülle ich ihr diesen Wunsch. Aber es ist ihr Wunsch und nicht mein Wunsch. Es ist, ich mache es gerne, ganz klar, aber es ist in erster Linie ihr Wunsch und darum erfülle ich ihr diesen Wunsch. Lässt du die Sklavinnen immer zu dir nach Hause kommen? Ja, ja. Ich lebe in einer SM-Wohnung auf 100 Quadratmeter und die Wohnung ist auch dementsprechend eingerichtet. Eine SM-Wohnung? Wenn ich da jetzt hineinkäme in die SM-Wohnung, was würde mir da besonders auffallen? Wahrscheinlich nichts.
Nichts. Also das ist die Kunst. Da hängen nicht die Gitter irgendwie oder die Andreaskreuze an der Wand und. Ich habe ganz normale Wohnung. Mein Wohnzimmer ist ganz normales Wohnzimmer, aber man kann es da auch schon. Aber was macht die Wohnung dann zur MS-Wohnung? Zur SM-Wohnung, Entschuldigung. Ja. Okay. Also ich habe zum Beispiel ein Schlafzimmer, ich habe ein Bett. Naja, ich habe selber auch zwei Kinder, ich lebe getrennt. Ach so. Und die kommen natürlich auch zu mir und ich habe mir selbst ein Bett gebaut, 2 auf 2 Meter, mit richtig schweren, dicken Balken, mit sogenannten Leinbinderbalken. Da könnte man 1000 Kilo draufhängen, das wäre überhaupt kein Problem. Und das ist dann wie eine Art Himmelbett mit Vorhängen, mit allem drum und dran. Und da sind dann schon auch Ketten und Haken und Ösen, wo man dann immer auch dementsprechend jemand anbinden, festbinden, aufhängen, anhängen. Wie alt sind deine Kinder? Bitte? Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 5 und 9. Ich gehe mal davon aus, dass du diese Welt von deinen Kindern geheim hältst. Ja. Ja. Grundsätzlich. Ja, und die fragen auch noch nicht danach, was die Ösen hier sollen am Bett. Das wenn meine Kinder zu mir kommen, dann gewisse Teile werden weggesperrt. Ja. Und dass die Kinder das überhaupt nicht sehen. Also es gibt zum Beispiel eine Kette über dem Bett, die bleibt hängen. Und da könnte man beispielsweise auch hergehen und könnte man auch eine Schaukel einhängen. Ach so. Und da spielen die Kinder dann auch und das wäre dann das Turnbett. Sehr, sehr praktisch. Zwei Nutzwerte sozusagen für die. Aber die Kinder bekommen, also was das angeht, überhaupt gar nichts. Wie lange sind die Sklavinnen dann immer so bei dir? Ein Wochenende oder? Das kommt drauf an. Es gibt Sklavinnen, die bleiben einen Tag. Es gibt Sklavinnen, die bleiben 2 oder 3 Tage. Und kann das auch sein, dass du dann mit einer Sklavin vielleicht mal ins Theater gehst oder essen gehst? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also es spielt sich nicht alles um die Sinnlichkeit, um die sexuelle Sinnlichkeit. Da geht es nicht in erster Linie immer drum. Nein, es gibt 2 Sklavinnen, die Astarte und die Anna beispielsweise, mit denen ich auch essen gehe, mit denen ich auch rausgehe, mit denen ich auch einen erotischen Ausgang mache beispielsweise, natürlich im dementsprechenden Outfit. Ja, genau, was ist ein erotischer Ausgang? Was ist das? Okay, ich erzähle es mir ganz kurz. Und zwar, ich habe einen kleinen Faible, und zwar einen kleinen Faible für, sagen wir es mal, Gefülltes. Gefülltes? Stelle mal Folgendes vor. Ich habe eine Art Haken aus Edelstahl. Ein Freund von mir hat mir das extra gerichtet. Und an diesen Edelstahlhaken kann man einen Plug oder einen Dildo oder irgendetwas machen, was man eben in die Scheide einführt. Die Sklavin trägt dann ein Halsband und an dieses Halsband wird dann nachher dieser Haken befestigt. Ah, verstehe. Und die Sklavin zieht dann nachher ganz normal oben drüber eine Bluse, einen Pullover. So dass man das draußen gar nicht sieht. Genau. Ja. Und ihr habt dann, und du hast ein Späßchen daran, wenn du dann ziehst. Richtig. So. Ich habe es jetzt verstanden. Ja, oder es gibt zum Beispiel ein, mit Astarte war jetzt letztes Mal essen und sie durfte sich vorher ein sogenanntes Liebesei einführen und dieses Liebesei lässt sich dann nachher eben fernsteuern. So, wie mit einem Motor oder wie? Ja, mit einem Vibrator drinnen. Ach so, und das lässt sich fernsteuern sogar? Ja. Und dann sitzt ihr beide in einem totschicken Restaurant und du fernsteuerst den Vibrator? Richtig. Das ist ja schrill. Und ich steigere somit ihre Lust, aber natürlich auch meine Lust. Aber das wäre ja noch schriller, wenn ihr euch da mit Leuten treffen würdet, die das auch nicht wissen. Wenn du mit einem Geschäftsmann, Freund vielleicht und deren feinen Ehegattin am Tisch sitzt, im 4-Sterne-Lokal. Kein Thema. Also ich sag mal so, es gibt in meinem privaten Umfeld, gibt es einige Leute, die das wissen, dass ich SM lebe. Ja. Und die wissen auch, dass ich solche Spielchen mache. Ja. Aber es gibt auch viele, die wissen gar nichts. Ich habe so eine Vorstellung von dir, dass du ein durchaus vielleicht erfolgreicher Mann bist im Beruf. Ich bin selbstständig, ja. Ein Geschäftsmann. Ich bin seit 29 Jahren selbstständig, ja. Ja. Wollen wir die Branche verraten? Sagen wir es entfernt, sagen wir mal Textilbranche. Veredelung. Ja. Könntest du dich in eine solche Sklavin auch verlieben? Ich bin in eine Sklavin verliebt. In eine von diesen 4? Sagen wir mal so, ich bin in 2 Sklavinnen. Okay, eine liebe ich herzlich und innig. Ja.
Aber diese Sklavin lebt auch in einer Beziehung. Weiß die Beziehung von dir? Ihr Mann weiß von, oder ihr Freund weiß, dass sie meine Sklavin ist, ja. Das heißt, dass es eigentlich denn nie zu einem wirklichen Beziehungskontakt kommen könnte, oder? Geht das überhaupt mit einer Sklavin? Kann man eine Beziehung führen, eine wirkliche partnerschaftliche Beziehung mit einer Sklavin? Geht das? Ja, kann man natürlich, das selbstverständlich. Kann man. Aber dann ist eben das Problem, also ich würde sofort eine Beziehung mit ihr führen. Ja? Ich würde es sofort gerne sehen, wenn sie bei mir einziehen würde. Ja. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass das nicht gehen wird, weil sie von ihrer Arbeit her gebunden ist, also ortsmäßig gebunden ist. Und sie hat auch zwei Kinder. Mhm. Und ihr Umfeld, also Job, privat und alles, das funktioniert. Aber sag mal, René, spätestens dann, nehmen wir mal das Beispiel, wenn noch Kinder mit ins Spiel kämen, kann man doch diese Rolle gar nicht im Alltag durchziehen. Ja gut, ich meine, das ist eine Sache des Geschickes. Mhm. Dass die Kinder das. Ich finde immer, die Kinder sollen ihre eigene Sexualität erfahren. Definitiv, ja. Darum, das muss man eben dann so geschickt machen. Ja. Ich meine, es gibt schon die Möglichkeiten, dass man das steuern kann. Also ich stelle es mir schwer vor, wenn man wirklich mit jemandem verheiratet ist oder so und hat so ein Rollenverhältnis und ist dann noch eingebunden in eine Familie. Aber nun gut, das ist ja auch nicht der Fall bei dir. Was ich gerade noch fragen wollte, weil das war bei der Charlotte, meiner zweiten Gesprächspartnerin, ja ganz, ganz klar beantwortet. Hast du Sex mit diesen Frauen? Ich habe nur mit zwei Sklavinnen Sex, mit den anderen beiden nicht. Warum nicht mit den anderen beiden? Weil die anderen beiden Sklavinnen, das eine ist eine Masso-Sklavin, die möchte gedemütigt werden, die möchte gespankt werden, die möchte geschlagen werden. Ja. Und die zweite Sklavin ist im Moment noch ziemlich am Anfang ihrer Ausbildung. Als Sklavin? Als Sklavin. Ja, ja. Die möchte mich das erste halbe Jahr beispielsweise gar nicht sehen. Die bekommt mich nicht zu Gesicht. Das bedeutet, wenn die bei dir zu Besuch ist, wie geht das? Mit Maske nur? Die kommt zu mir, geht hoch in den Flur, da liegt ihre Augenbinde. Ja. Da hat sie ihre Augenbinde, macht sich ihre Augenbinde drauf und dann hole ich sie da draußen ab. Das ist ja völlig schräg. Und wie lange bleibt sie dann auch bei dir? Ein Wochenende kann das sein? Nein, die bleibt dann noch im Moment so zwischen 2 und 3 Stunden, sage ich einmal. Und die hat dich noch nie gesehen? Nein. Die kennt nur deine Stimme? Ja. Ja. Sehr interessant, René, sehr interessant. Jetzt ist die Sendung vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Merci. Tschüss. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, war Gundel Blendin. Ich gehe zu Hause zu meinem Sklaven, der wacht auf mich. Nein, ich habe sowas nicht. Kann das auch nicht nachvollziehen, aber respektiere das natürlich, wenn die Leute das so erzählen wie René gerade über Charlotte. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Talkrunde. Ich bin gespannt auf euch und freue mich auf euch und sage jetzt...